Man sieht hier an der Arbeit von Valley Export, die heißt Body Sign Action oder auch Body Sign A, dass Kunst kein Gegenentwurf zur Realität ist, sondern dass Realität mit subversiven Mitteln geprägt, geformt und gestaltet wird. Valley Export ist die einzige Frau, die im Kontext der Wiener Aktionisten agierte, die damals mit Peter Weibel auch den Begriff des Wiener Aktionismus geprägt hat. Sie verändert den Aktionismus dahingehend, dass sie sich für die Interessen von Frauen und Künstlerinnen einsetzt und sehr wichtig damals den sogenannten feministischen Aktionismus mit ihrer Kunst, mit ihrer Medienkunst in Fotografien, Installationen, Performances und Videos begründet. Der feministische Aktionismus war allerdings ein Begriff, der erst viel später für diese Kunst der 70er Jahre verwendet wurde. Interessant ist aber, dass gleichzeitig Export in den 70er Jahren arbeitet mit den Body Art Künstlerinnen in Amerika und heute als ganz wichtige, eine der wichtigsten Figuren der feministischen Avantgarde oder auch des feministischen Aktionismus oder der Kunst von Frauen zählt, die sich für die Veränderung der Gesellschaft und die Rechte der Frauen und die Gleichberechtigung eingesetzt hat. In dieser Arbeit tätowiert sie einen Clip von einem Strumpfband auf ihren nackten Oberschenkel und will damit darauf verweisen, dass sich männliche Wunschvorstellungen der Frau in das Bild, in den Körper der Frau direkt einschreiben. Und indem sie dieses Strumpfband auf ihren Oberschenkel tätowiert, macht sie auch deutlich, dass das Bild der Frau von männlichen Wunschvorstellungen geprägt und auch konstruiert ist. Sie will also sichtbar machen, dass es eine Ungleichgerechtigkeit, ein Unmachtsverhältnis zwischen Mann und Frau in der Gesellschaft gibt. Wichtig ist für ihre Arbeit, dass sie sich gänzlich löst von allen traditionellen Medien und den Körper als ihr bildnerisches Material begreift. Also die Arbeiten, die sie macht, basieren fast immer auf Körperaktionen, sie sind Medienkunst, sie sind Konzeptkunst, sind oft schwarz und weiß. Diese Arbeit bzw. das Werk von Valley Export war ganz maßgeblich auch für andere Künstlerinnen national und international, also auch die sogenannte feministische Avantgarde, die sich gegen Gender-Ungerechtigkeiten und stereotype Rollenmodelle gewendet haben. Valley Export sagt übrigens auch zu der Kunst oder zu ihrer Arbeit in dieser Zeit, es war ein Aufstand und sie interessierte sich damals für die Vermischung einerseits von Wut und Provokation. Viele der Körperaktionen, die dann auch in Fotografien oder Videos von Valley Export festgehalten worden sind, waren äußerst skandalträchtig. Also sie ging in den öffentlichen Raum, beispielsweise mit einem sogenannten Tap- und Tast-Kino, hatte vor ihren Busen eine Box montiert mit Vorhang, wo Menschen, das Publikum, reingreifen durften. Das war skandalös, wäre heute wahrscheinlich auch gar nicht mehr möglich, aber auch viele andere Arbeiten, also wie Body Sign Action oder vor allem auch die Genitalpanik, waren ein großer Skandal. Man sieht hier in dieser Arbeit auch sehr schön und an vielen anderen Fotografien und Videos von Valley Export, wie radikal sich tatsächlich
Ende der 60er Jahre ein Kunstverständnis verändert hat. Also von traditionellen Medien wie der Malerei und Skulptur haben sich bereits die Wiener Aktionisten abgewendet. Und Wally Export geht eigentlich noch einen Schritt weiter, weil im Unterschied zu Künstlern wie beispielsweise Otto Mühl oder Günter Brus oder Hermann Nitsch gibt es bei ihr keinen expressionistischen Ansatz in der Kunst mehr. Also ihr Material ist tatsächlich einerseits der Körper und andererseits die Realität, die sie mit subversiven Mitteln verändern will. Das heißt, ein Kunstwerk ist in diesem Fall auch die Tätowierung. Tattoos gab es damals nur, nicht so wie heute, wo jeder Zweite den ganzen Körper voll tätowiert hat. Damals waren es Gefängnisinsassen oder Leute, die zur See gefahren sind. Tattoos waren damals etwas ganz Außergewöhnliches. Und sie nimmt dieses doch auch schmerzhafte Mittel der Tätowierung als Mittel, um Kunst darzustellen, um Tabus, um Schmerz- und Schamgrenzen zu überschreiten, um ein Kunstwerk, das ein Leben lang, nämlich so lange, wie sie lebt, dauert, festzumachen, festzuhalten, abzubilden. Heute leben wir wahrscheinlich in einer Zeit, die einerseits geprägt ist durch einen Ultrakonservativismus und auf der anderen Seite einen extrem hohen, vielleicht an vielen Stellen schon viel zu hohen Grad an politischer Korrektheit erreicht hat. Die Nacktheit des Körpers ist heute weder im Theater noch in der Kunst oder sonst wo ein Skandal. Dennoch könnte man heute bestimmt die Aktionen, die Wally Export in den 70er Jahren im öffentlichen Raum gemacht hat, nicht mehr realisieren. Mhm.